Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Endlich wieder hier aus meinem. Endlich bin ich in meinem Set wieder mit meinen Lampen und mit meinem Bild. Und ich habe wieder meinen Mantel. Ich war jetzt einen Monat in Leipzig und da hatte ich all das nicht. Und ich bin super happy, dass ich das jetzt wieder habe und das wieder benutzen kann. Heute geht es um eine Frage, die ich jetzt ungefähr 1000 Mal vom lieben Jan bekommen habe. An dieser Stelle, ja, jetzt ist diese Frage endlich beantwortet, here you go. Und zwar wollen wir heute klären, was man machen kann, wenn die Freundin von einer Frau, mit der du was haben möchtest, dich blockiert oder dich stört. Ja, du hast Jan speziell diese Frage gestellt im Club-Kontext. Wir werden aber uns alle anderen Kontexte auch angucken, also einfach mal schauen, wie das denn in der Gesamtheit aussieht. Also, was kann man generell machen? Die erste Sache, die ganz wichtig ist, ist, wenn du unterwegs bist, zum Beispiel im Club, und du bist vielleicht auch spezifisch unterwegs, um Frauen anzusprechen, nimm dir einen Kumpel mit, der ein bisschen als Wingman dient. Ja, das ist schon mal die erste Sache, dass du dir jemanden organisierst, der die Freundin ablenken kann, der die Freundin beschäftigen kann, damit sie nicht stört. Ne? Weil es kann natürlich sein, dass wenn du jetzt mit einer Frau was hast und ihre Freundin ist dabei und die sieht das, dass sie sich dann denkt, oh nein, wieso hat jetzt meine Freundin was mit dem Typen, wieso habe ich jetzt nichts, und dann ruiniert sie es dir vielleicht aus Eifersucht. Das ist eine ziemlich schlechte Freundin, und ich sag mal, erwachsene und gesunde Frauen machen das normalerweise auch nicht so. Aber es soll schon vorkommen, und da kann es einfach helfen, wenn du von vornherein schon mal jemanden dabei hast. Jetzt kann es natürlich aber auch sein, dass du niemanden dabei hast, dass du alleine unterwegs bist, kann ja auch im Alltag so sein. Und was du dann machen kannst, vor allem aber im Club, ist, dass du wirklich jemanden ranholst für die Freundin. Also, dass du so bist, so, hey, cool, jetzt besorgen wir dir auch einen coolen Typen. Und dass du einfach irgendjemanden rausholst, weil du bist ja mit den beiden Frauen im Gespräch, ja, und du merkst vielleicht, die eine könnte Probleme machen, dann hol ihr einen Typen. Du bist ja im Club, da sind ja viele Männer. Und jeder Mann wird es dir wahrscheinlich danken, wenn du einfach ihn in eine Frau bringst. Also, ihn in eine Frau bringst, also wenn du ihn in die Position bringst, dass er mit einer Frau sprechen kann. Da wird dir wahrscheinlich jeder Mann dankbar für sein. Deswegen, hol dir einfach jemanden, such dir einfach jemanden und connecte die beiden, damit die sich unterhalten können, damit sie dich nicht stört. Das ist eine super Sache, die du machen kannst, wenn du mal gerade keinen Wingman dabei hast. Du hast jetzt spezifisch gefragt, Jan, was man machen kann, wenn zum Beispiel du die Frau küssen willst oder die Frau mit nach Hause nehmen willst und dann die Freundin, die dazwischen kommt. Das kann natürlich immer passieren, und du kannst das auch nur bis zu einem gewissen Grad beeinflussen, weil du musst halt verstehen, dein Einfluss auf die Frau, der Einfluss der Freundin auf die Frau. Also normalerweise kennt die Freundin diese Frau schon deutlich länger als du und hat deswegen einen viel größeren Einfluss. Und da sind einfach deine Möglichkeiten auch ein bisschen begrenzt, muss man ehrlich mal zugeben. Ich war letztens in einem Club, war ganz interessant. Und ich habe mit dem einen Mädel geredet und mein Kumpel mit ihrer Freundin. Und ihre Freundin war cool und mein Mädel war vollkommen behindert. Also die war echt total durch. Die war, keine Ahnung, was die war, aber die war schrecklich. Also die war so nervig. Und die, am Anfang fand ich es ganz cool, mit ihr zu reden, aber die ging mir dann irgendwann sowas von auf den Sack. Und mein Kumpel mochte aber ihre Freundin ganz gerne. So, aber diese eine war sowas von gestört, also die war auch wirklich so, boah, ja, jetzt willst du ihre Nummer haben oder willst du sie auf den Flach legen. Also sie hat richtig schlecht auf ihre Freundin eingeredet. Und klar haben wir ein bisschen versucht, das Ganze zu korrigieren. Und mein Kumpel hat dann auch versucht, ein bisschen Einfluss auf sein Mädel zu nehmen. Aber ihre Freundin hat ihr dann quasi weiß gemacht, wir wären voll die Typen, die einfach nur auf Sex auswehren und die Leute irgendwie verarschen oder was auch immer. Also das waren ihre eigenen Komplexe, und sie hat diese Komplexe halt auf ihre Freundin rübergebracht. Also hat ihr die Komplexe sozusagen übertragen, und dann ist uns das ganze Set, also das ganze Gespräch halt sehr schief gegangen. Und ja, wir haben halt so gut wie wir konnten versucht, was dagegen zu machen, aber du hast halt nur einen gewissen Einfluss, wenn du die Frau noch nicht so lange kennst. Und da hat die Freundin halt den größeren Einfluss. Deswegen ist einer der schlauesten Dinge, die du machen kannst, bevor du überhaupt einsteigst in so ein Gespräch mit mehreren Frauen, dass du wirklich gerade in so einer Clubsituation die Frau auch befreundest. Also dass du sie mitnimmst in diese Situation, dass ihr da als Team seid, also dass du nicht versuchst, einfach nur mit der Frau, die dir gefällt, da unterwegs zu sein, sondern dass du auch die Freundin mit reinnimmst, dass du einfach flirty bist mit der Frau, die dir gefällt, und sympathisch und nett und freundlich mit ihrer Freundin, damit sie einfach cool mit dir ist, damit sie dich mag und damit sie euch möglicherweise oder optimalerweise nicht, ja, reingrätscht, sag ich mal. Gibt natürlich auch andere Situationen, wenn jetzt zum Beispiel, das waren jetzt eher so Zweier-Situationen, zwei Frauen, angenommen, es ist wirklich eine große Gruppe von Frauen da, dann kannst du auch die Isolationstaktik benutzen. Das ist halt einfach, dass du sagst, okay, das ist eine größere Gruppe, die können auch untereinander Spaß haben. Ich kann meine Frau, die mir gefällt, isolieren, und dann hast du sie für dich alleine. Also du kannst sie dann einfach mitnehmen aus der Gruppe raus und sagst ihnen einfach, hey, ich bringe euch eure Freundin gleich zurück, wir gehen kurz 5 Minuten tanzen. Dann kannst du mit ihr rummachen und so weiter. Das geht natürlich eben nicht
nicht so gut, wenn die zu zweit unterwegs sind. Da musst du diese anderen Taktiken anwenden, von denen ich gerade erzählt habe. Aber wenn es eine Gruppe ist, dann ist es ja okay, weil dann kann der Rest der Gruppe ja zusammen Spaß haben und niemand bleibt alleine stehen. Also sobald es mehr als zwei Frauen sind, können die anderen Frauen sich ja miteinander beschäftigen und du kannst theoretisch die eine Frau isolieren. Und das würde ich auch machen, da bei größeren Gruppen. Natürlich nicht sofort. Ja, du solltest erst mit der Frau quatschen, auch ein bisschen mit der Gruppe quatschen, damit die generell das Gefühl kriegen, du bist kein Axtmörder und wirst die jetzt auf dem Klo töten oder irgendwie sowas. Also die müssen generell einen guten Eindruck von dir bekommen, damit sie dich nicht blockieren, wenn du sie isolieren möchtest. Ja, und dann nimmst du die Frau einfach mit und die anderen können sich dann mit sich selbst beschäftigen. Und so löst du das Ganze in einer Großgruppensituation. Na? Das sind die Vorgehensweisen, die ich dir empfehlen würde. Ich hoffe, das konnte deine Frage beantworten und bin mir sicher, ihr anderen konntet auch was davon mitnehmen. Wenn du eine Frage an mich hast, die ich hier in dem Video klären soll, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich lese jeden Kommentar, beantworte auch eigentlich jeden Kommentar, außer blöde Kommentare und mache auch aus den passenden Kommentaren dann Videos, wie in diesem Fall hier vom Jan. Schön, dass du dabei warst. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich fürs Coaching bewerben, wenn du in den nächsten 3 Monaten mehr Frauen kennenlernen, verführen und, naja, von dir begeistern willst, als in deinem restlichen Leben zuvor, wenn du die nächsten 3 Monate und den Rest des Jahres zu dem Frauen erfolgreichsten Jahr machen willst. Für dich persönlich kannst du dich unter mir für das Coaching bewerben und rechts neben mir kannst du oder kommst du zu einem Video, das ich dir empfehle. Wenn dir das Video gefallen hat, schau unbedingt mal vorbei. Wie immer sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.